Ich habe mir versucht, einen Plan zu machen für die nächsten Tage. Ich wollte eigentlich nach Pai als nächstes, bin ich auch immer noch. Aber in dem Zustand, wie ich jetzt gerade bin, kann ich gar nichts davon machen. Zweiter Punkt. Kalisha geht es gerade auch nicht gut, die hat ihre Tage und außerdem ist sie krank. Die kann also auch nicht wirklich was machen. Und wahrscheinlich werden wir jetzt die nächsten 4 Tage einfach hier chillen. Dann gibt es noch das Problem mit dem Visa. Aber da müssen wir uns nochmal informieren. Das ist alles so kompliziert. Und dann wollen wir noch das Retreat machen. Aber was relativ feststeht, ist, dass wir die nächsten Tage hier chillen müssen. Ich langweile mich jetzt schon so zu Tode. Das Positive sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel mir die lokalen Leute hier angucke, die chillen den ganzen Tag in ihrem Restaurant und freuen sich über 50 Baht. Durchschnittliches Einkommen in Thailand ist 300 Baht pro Tag. Das sind 8 Euro. I fucking imagine. Und ich muss einfach irgendwie immer mich da wieder zurückführen und dankbar sein für das, was ich habe und nicht die ganze Zeit daran denken, dass ich jeden Tag, wo ich hier bin, Geld ausgebe und aber nichts passiert, außer dass ich literally den ganzen Tag hier auf dieser Bank sitze und abwarte, dass es heilt. Ich muss einen Weg finden, damit umzugehen. Ich habe keine Wahl. Leute, wir haben diesen unglaublich geilen, süßen Platz hier gefunden. Das ist so ein veganes Restaurant. Ich wusste nicht, dass es das hier gibt, aber jetzt bin ich einfach nur verliebt und ich will nur noch hier hingehen. Oh mein Gott. Wir haben jetzt das Hostel gewechselt und das macht uns gerade in diesem Moment so glücklich, weil ich bin halt näher am Krankenhaus dran. Wir haben Matratzen, die sind halt so richtig fett. Außerdem haben wir unseren eigenen Ventilator am Bett. Wir haben Vorhänge, Wasser for free. Irgendwie doch mal den Ort zu wechseln und es ist gerade irgendwie eine richtig schöne Erfahrung. Und ich gehe jetzt zum Arzt und lasse mir endlich Antibiotika verschreiben. Eigentlich wollten wir Boxen gucken gehen, aber jetzt sind wir irgendwie hier gelandet. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Ich bin wiedergekommen zu dem veganen Place. Meine Smoothie Bowl, wie schön ist die bitte? Ich habe auch noch was zum Mitnehmen bestellt. Ich konnte nicht anders. Ach, Freunde, es ist zwar wirklich immer noch das gleiche wie die letzten Tage auch natürlich. Ich konnte nicht so richtig was machen, aber wir haben inzwischen einen Plan. Wir wollen morgen nach Pai gehen. Außerdem haben wir eine Lösung für das Visum. Hoffentlich klappt das auch alles. Auch heute haben wir einen Plan. Heute ist wieder der Sonntagmarkt, der so bekannt ist für Chiang Mai. Ich bin heute sehr energetisch und mir geht's gut. Ich war heute wieder bei dem veganen Restaurant, wie ihr gesehen habt. Halt ein bisschen teurer so, aber es ist halt vegan und es ist so lecker. Mein Mindset hat sich sehr geschiftet. Ich kann sehr gut aus einer anderen Perspektive auf die ganzen Geschehnisse schauen und mir geht's gerade irgendwie ganz gut. Übrigens einfach, der Bruder von Kalisha hatte einfach auch einen scheiß Motorcycle-Unfall. Das kann nicht sein. Ich finde es so krass, dass es jetzt auch passiert ist. Ich müsste auch mir wieder Haare waschen, aber Digga, ich darf halt nicht duschen. Für mich ist heute ein richtig guter Tag. Do something. Heute wird der Ort gewechselt. Meine Sachen sind schon ready. Ich war gerade noch frühstücken. Leider war mein veganes, geliebtes Restaurant zu. Aber dafür habe ich mir einen richtig überteuerten fucking Kaffee geholt. Also schon alle, jetzt ist Wasser drin, obviously. Aber ich werde diesen Cup auf jeden Fall behalten, weil er so cool ist. Aber ich habe halt literally 3,50 Euro für diesen Kaffee bezahlt. Und das sind deutsche Preise. Normalerweise zahlt man 50 Baht. Ich habe 120 gezahlt, weil ich halt noch Hafermilch wollte und dann wollte ich noch Takeaway und dann ist es so ein fancy Teil gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn, jedenfalls hatte ich einen übelst geilen, überteuerten Kaffee. Generell, ich möchte einfach keine Milch mehr trinken. Ich kann's nicht. Es ist auch echt ganz interessant, finde ich, weil am Anfang habe ich mich dazu gezwungen, vegan zu sein und jetzt will ich das einfach nur noch, weil es sich einfach viel besser anfühlt, viel gesünder. Einfach pure Milch, so what the fuck bar. Und statt meinem veganen Wrap habe ich einen mexikanischen Wrap gegessen, da war Käse drin, denke ich mir jetzt auch gerade so bra. Warum machen wir das? Warum weißt du wer das? Ich werde wirklich einfach meinetwegen doppelt so viel ausgeben, wenn ich eine gesündere bzw. halt vegane Variante habe. Ich fühle mich dann auch einfach viel besser. Das nervt mich schon echt sehr, dass es hier so schwierig ist, vegan zu leben. Aber ich werde jetzt zukünftig wieder mehr Wert darauf setzen, weil ich merke, dass es einfach geiler ist. Vegan ist einfach besser für alle und jeden. Stark! Wir haben jetzt die ganze Zeit den Regen abgewartet. Er hat leider nicht aufgehört. Irgendwann haben wir dann unsere Rucksäcke von auf dem Dach des Autos bekommen. Und unser Rucksack, einfach alles nass. Literally. Oh nein!
ich muss es dann alles später irgendwie trocknen. Wir haben es geschafft. Wir haben ein Hostel. Ich bin jetzt 10 Minuten nochmal hier zum Hospital hergelatscht. Ich bete dafür, dass es heute oder morgen das letzte Mal ist, dass es hier sein muss. Weil dann können wir zu den Retreats. Oh Gott, das wäre so geil. Leute, es regnet so fett. Ich bin leider nicht dran gekommen im Krankenhaus. Es ist zu spät. Wieso können die es nicht einfach jetzt machen? Das sah jetzt nicht so busy aus bei denen. Also finde ich ein bisschen scheiße. Morgen. Ich war inzwischen schon im Krankenhaus. Wir haben was gegessen. Dann haben wir alle unsere Sachen aufgehängt. Weil ausnahmslos alles nass. Katastrophe. In dem Zuge haben wir jetzt auch einfach mal entschieden, okay, wir lassen so Sachen waschen. Und deswegen musste ich jetzt nur die Hälfte selber aufhängen und die andere Hälfte lasse ich einfach waschen und kriege die morgen sauber, trocken zurück. Im Krankenhaus haben die leider gesagt, dass ich nochmal eine Woche dahin gehen muss. Und das heißt, ich war einmal nicht dort und heute hat es wieder so beschissen wehgetan und hat so geeitert. Jedenfalls können wir deswegen dieses Retreat erst in einer Woche machen und hängen jetzt wahrscheinlich eine Woche hier in Pai fest. Aber der Ort ist wirklich sehr schön, also das lässt sich hier eigentlich ganz gut aushalten. Ja, man muss es nur wieder mal schaffen, aus einer anderen Perspektive darauf zu schauen, weil es schon echt immer noch sehr, sehr nervig ist. Wir haben einfach neben unserem Hostel so einen Yoga-Platz. Ich konnte so jeden Morgen Yoga machen und da würde ich mich ja so hart sehen, aber nein, kann ich ja nicht. Mein erster richtiger Taco und ich bin so excited. Das sieht so lecker aus, ich hab Hunger. Leute, heute ist einfach Halloween, ne? Das ist mir auch vorhin mal aufgefallen. Da hinten wird auch schon geschminkt. Aber wir gehen wahrscheinlich nicht, weil ich kann hier nicht gut bewegen. Und außerdem regnet es auch immer so zwischendurch. Das ist not what? Oh, life is good, keep it colorful. That's what the phone case says. The answers are in front of you the whole time. Who knew? Exactly. Wow. Also ich male hier gerade die ganze Zeit. Like this or? Yeah, just do it. In unserem Kopf war das schöner. Can you hold this for a second? Be creative yourself. This is getting into something spiritual, art, something. You can turn the light on to do more. Okay. What do you know? I'm listening. War in der Nacht. Meine Mama hat mir gesagt, ich soll nicht Sachen mit Drogen zeigen. Vielleicht höre ich einfach mal auf sie. Aber das war so schön. Die Leute, die mich kennen, können safe ein Video auf meinem Privataccount auf Instagram finden. Aber das hier ist öffentlich. Deswegen lasse ich das lieber. Ich gehe jetzt gleich was frühstücken mit Kalisha. Wir regeln das mit dem Visum endlich. Und ich gehe zum Krankenhaus und die Routine wie jeden Tag auch. Oh, wir haben so einen Hunger und jetzt endlich mal wieder Italienisch. Ich lieb's. Gönnt euch mal bitte, es ist einfach nur ein einziges Shitloch hier, es ist alles voll mit meinen Klamotten. Eigentlich haben wir halt gerade einfach so unser eigenes Zimmer, aber hier oben sind halt noch Plätze frei. Wir haben halt eigentlich einen Schlafsaal gemietet. All die Privatbeiträge durchgeschaut, wirklich, ich fäng mich da immer so auf, das ist so ein geiler Account. Es zeigt halt wirklich einfach nur die geilsten Seiten meines Lebens. Und jetzt bin ich selber neidisch auf mich. Die Herbstbeiträge und die Winterbeiträge und Weihnachtsbeiträge von den letzten Jahren gesehen. Außerdem habe ich Beiträge von Till gesehen und mir. Freundin, Digga, ich bin so sad gerade. Ich will das einfach gerade alles haben. Ich hatte so ein schönes Leben. Ich habe immer noch ein schönes Leben, aber jetzt ist gerade eine ganz andere Phase meines Lebens. Aber ich vermisse es so sehr. Ich vermisse die Coziness. Und ich weiß, dass es auch auf meinem Account alles romantisiert ist und in echt nicht so schön ist, wie das halt in den schönsten Momenten und Aufnahmen aussieht. Aber Bruder, ich will das gerade echt wirklich gerne haben. I don't want this anymore. Kann das endlich mal ein Ende haben, bitte? Danke. Jetzt machen wir aber gerade gleich Kalishas Haare. Die werden jetzt gleich geschnitten und gefärbt. Und übrigens, ich zeige euch mal ganz kurz meine Wunden.
ich habe den Verband abgemacht und das ist literally, was übrig bleibt. Ich habe inzwischen das Gefühl, dass die einfach literally immer nur die Wunden aufreißen und ich da fucking umsonst hingehe und die Wunden schon längst verheilt wären, würden die das nicht immer wieder aufs Neue machen. Vielleicht machen sie es, um mir Geld aus der Tasche zu ziehen, vielleicht machen sie es, weil es gemacht werden muss. Ich kann es nicht einschätzen. Ich bin an einem Punkt, wo ich überlege, einfach fucking nicht mehr hinzugehen. Es vielleicht selber zu säubern, aber geht mir einfach auf den Sack und es tut einfach jedes Mal weh. Jetzt erstmal hier Haare schneiden. Sie macht jetzt übrigens genau den gleichen Haircut, den ich selber mir auch gemacht habe. Letzten Winter. Wolfcut, Shag, was auch immer. Das ist jetzt das Endergebnis. Noch nicht ganz. Wir fassen uns noch ein paar Sachen an. Es ist auch irgendwie viel orangener geworden, als wir wollten. Aber ich finde es trotzdem richtig cool. Auch die Farbe. Ich mag es. Ich mag es richtig gerne. Dance in a myriad undecided. Oh, I think I know. A ritualistic offering laid at the seat of my subconscious. Paying our intention. Drum solo it out. Drum solo it out. Morning. Tag 17. Sleek Bun. Nach 10 Tagen keine Haare gewaschen. Übrigens hier in Pai ist es auch ein Stückchen kälter auf jeden Fall als in Bangkok und in den ganzen anderen Orten, weil wir halt hier im Dschungel und irgendwie auch viel höher, glaube ich, sind. Hier regnet es viel häufiger und ist alles so ein bisschen kühler. Und man kann so Frisuren machen mal. Das mache ich heute übrigens mal ab und guck, ob ich wieder zum Krankenhaus gehe oder nicht. Geil! Heute geht's mir richtig gut. Ich bin jetzt hier gerade mal alleine frühstücken, genieße ein bisschen die Ruhe und mache ein bisschen mein Ding. Khadija war gestern Abend noch draußen ein bisschen feiern und schläft jetzt gerade noch. Es ist jetzt offiziell, ich bin wirklich Secondhand-Shopping addicted. Gut, aber ich brauchte auch wirklich kurze Hosen. Habe ich mal ein bisschen aufgestockt, ja. Die haben alle nur 1 Euro gekostet, deswegen ist okay. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe gerade das Gefühl, ich muss das jetzt mal sagen. Ich fühle mich so gut. Mein Leben fühlt sich jetzt gerade so gut an und ich weiß, dass ich safe morgen oder so, denke ich mir wieder so, oh Mann, alles so nervig. Bei mir generell, das war schon in Berlin so, habe ich immer so tagesweise, immer so hoch und tiefs. Dann natürlich auch Sachen, die tiefgreifender sind und ein bisschen länger anhalten, aber ich habe trotzdem so Stimmungsschwankungen, die einfach über einzelne Tage gehen. Jetzt gerade, ich denke mir so, was ist das eigentlich für ein Leben? Es ist so unfassbar perfekt. Ich kann hier jeden Tag einfach so einen geilen Matcha trinken für 1 Euro. Das ist so lecker. Das ist sogar ein Strawberry Matcha und sogar mit fucking Hafermilch. Ich trinke jetzt auch echt auch gar keine Milch mehr, ne? Bei sowas nehme ich immer Hafermilch und wenn es das nicht gibt, dann gibt es das ja auch nicht. Ich bin einfach glücklich. Das ist so schön. Dieser Drink macht mich gerade auch so unfassbar glücklich, weil er so 1 Euro und so geil und so lecker und vegan. Was will man mehr? Gar nichts. Ich bin wunschlos glücklich.